Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickepall von mir. Heute geht es um ja, den August, also den kommenden Monat. Was für Energien kommen auf dich zu? Mit was könntest du rechnen? Was ist vielleicht relevant? Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir den Sodalith. Pile Nummer 2 haben wir den Sonnenstein. Und Pile Nummer 3 haben wir ein Amethyst. Ich packe wie immer die Timestamps in die Infobox. Gebe euch jetzt noch die Außermeditation, werde die Katze hinter mir beruhigen, die hier gerade irgendwo rumwühlt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Sodalith gewählt und wir schauen mal, was bei euch hier reinkommt. Interessant. Entweder müsst ihr das Gleichgewicht herstellen zwischen Betteln und verbunden sein. Ich glaube, manchmal, wenn man denkt, man hat nicht gut genug, es läuft nicht gut genug, man braucht unbedingt, ist man nicht connected mit dem Universum. Und ich will jetzt nicht sagen, man darf sich nicht mehr wünschen und ein besseres Leben führen wollen und gesünder sein und mehr heilen etc. Darum geht's nicht. Aber man darf nicht so durchs Leben gehen und die ganze Zeit sich permanent bedauern. Ich glaube, das ist es, glaube ich, dass du eine Stärke in dem siehst, wo du gerade bist, eine Stärke siehst in dem, was du gerade alles machst, was du lernst, mit welchen Herausforderungen du umgehst, wie stark du bist, wie sehr du doch ein Durchhaltevermögen hast, obwohl du es vielleicht nicht mal dachtest. Und dass du dir ein bisschen auf die Schulter klopfst, weil ich habe das Gefühl, das, was du schon durchgestanden hast, würde der ein oder andere niemals durchstehen und würde es auch niemals verstehen vielleicht auch. Und du sollst auch ein bisschen aufpassen, dass die Bettler nicht vor deiner Tür stehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht jetzt im kommenden Monat vielleicht was von dir will. Vielleicht gibt es jemanden, der an die Tür klopft und den hast du vielleicht vorher verbannt gehabt oder es ist wieder das Alltägliche. Irgendjemand kommt an, der immer ankommt. Und bis jetzt hast du es halt gemacht. Die Sache ist erledigt. Und ja, es wiederholt sich nur immer. Und du bist halt froh, wenn es vorbei ist. Und es wird vielleicht auch Zeit zu sagen, weißt du was, ich bin verbunden mit dem Kosmos. Ich darf Nein sagen. Dinge werden sich für mich regeln. Ich werde keine großen Konsequenzen bekommen, wenn ich auch mal was nicht tue. Und ich glaube, dass das so eine Energie ist, sodass du selber nicht zum Bettler wirst, dass du die ganze Zeit dich selbst bedauerst und bemitleidest. Und ich sag ja, wir sollen uns bedauern, wir sollen uns bemitleiden, wir sollen uns anerkennen, was wir vielleicht durchgemacht haben oder was wir vielleicht nicht können oder wo es vielleicht für uns schwer ist. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch die Stärke in uns sehen und das Leben, was uns zugewandt ist, selbst wenn sie es manchmal nicht so anfühlt. Ja, vielleicht ziehst du auch deine Kreise im August. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Monat ist, wo du sehr viel beobachtest, wo du Menschen um dich drumherum stärker wahrnimmst, wo du mehr aussortierst, wo du vielleicht auch mehr kritisch beleuchtest und wo du dich vielleicht auch von allem distanzierst. Da, wo Drama ist, ziehst du dich wahrscheinlich raus. Da, wo Leute ständig anfangen du gehst deine Runde. Ob du jetzt wirklich deine Runde gehst und sagst, ich mache einen Spaziergang. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie, ich will mit dem Kram nichts zu tun haben. Ich habe da keine Lust zu und ich habe mein Leben lang vielleicht irgendwelchen Kram gehabt, ich will das nicht mehr. Also es fühlt sich nach so eine mit mir nicht. Ja, so empfinde ich das auch. Du hast
geschichtlich einiges durch. Also du hast sozusagen, was deine Familie oder was deine Vergangenheit angeht, sehr viel durch. Du brauchst das Drama nicht. Du hebst dich ab, du ziehst dich aus dem Ganzen raus, du löst dich. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob du jemand bist, der vielleicht früher mehr gemacht hat. Und ich will nicht sagen, man soll sich im Leben komplett rausziehen. Aber wenn man zum Beispiel merkt, Drama ist mit Personen, die niemals wirklich zu dir 100% stehen. Drama ist mit Personen, die sich wichtig nehmen und rumheulen und an sich nie arbeiten und nie Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Drama mit Personen, die immer nur an sich denken, egoistisch sind und ja, kennt ihr das? Ihr habt ein Problem, kriegt aber keinen Support von der Person, weil sie kein Drama machen möchte oder sich nicht einmischen möchte. Aber sobald diese Person ein Problem hat, hofft sie, dass du zu 100% hinter ihr stehst. Vorsicht bei solchen Menschen. Jemand, der nicht zu dir stehen kann, zu dem musst du auch nicht stehen. Also das ist nicht so, nur weil man jemanden mag, dass man den unterstützen muss. Ich finde, das gehört sich von beiden Seiten. Das ist nichts Einseitiges. Und oft leben aber sehr viele Beziehungen, Freundschaften, Verhältnisse oft in diesem, dass der eine immer mehr gibt als der andere und das, da sollst du ein bisschen aufpassen. Oder auch grundsätzlich auf der Arbeit, vielleicht im Familienleben, wenn da Drama ist, einfach nicht mitzuschüren. Man kann eine Meinung haben, man kann sich auch positionieren, aber man muss sich nicht in Streitigkeiten verwickeln, man muss nicht irgendwo mit Öl ins Feuer gießen, man kann einfach das Ganze ein bisschen beobachten aus einer Perspektive, wo man sich vielleicht ein bisschen zurückziehen kann. Ja, interessant, wir haben ja die Antilope. Antilopen sind ja recht geschwind, recht schnell und vor allen Dingen sind es auch Fluchttiere und die wissen ganz genau, wenn Gefahr droht und sie wissen auch, wann sie in einer Situation definitiv wegrennen müssen, weil es nützt nichts zu sagen, hey, ich bin selbstbewusst, ich bin eine starke Person, ich kann mich allem stellen, wenn man merkt, ich habe gar nicht die Kraft, ich habe nicht die Energie, ich will nicht. Dann ist es besser wegzurennen, also energetisch wegzurennen und sich aus was rauszuziehen, als sich jetzt wirklich in was reinzustürzen. Und ich sage nicht, dass du vielleicht die Situation nicht handeln könntest. Ich habe sogar das Gefühl, du könntest, aber du willst es vielleicht einfach nicht mehr. Du hast einfach vielleicht keine Lust, dich irgendeinem Drama zu widmen oder irgendwo mitzumischen, weil es fühlt sich so an, wie das ist deine Zeit, die geraubt wird. Das ist deine Energie, die weggeht. Das ist wieder dein Stress, deine Gedanken und das hast du einfach nicht mehr nötig. Das brauchst du nicht. Ja, du bist noch nicht bereit, das könnte auch ein Faktor sein. Manchmal ist es der Faktor, dass man sagt, boah, ich habe gerade anderes auf dem Tisch, ich muss mich jetzt nicht irgendwo reinstürzen. Man hat manchmal auch selber noch Baustellen, an denen man gerade heilt. Und dann denkt man, boah, das Drama von anderen Leuten brauche ich jetzt nicht auch noch, weil das ist, fühlt sich an wie so eine zusätzliche Aufgabe. Und du brauchst auf jeden Fall jetzt Ruhe. Ruhe, Zurückgezogenheit. Für dich da sein, Entspannung. Ja, befreie dich. Befreie dich von Verpflichtung, von dem verpflichtenden Gefühl, irgendwas machen zu müssen. Befreie dich, glaube ich, auch von Drama. Ja, das bist du auf jeden Fall. Du bist unheimlich stark. Du bist jemand, der ist unheimlich stark. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dich immer mal wieder irgendwo hinzieht, wo du dann doch mal was machst, wo du dann doch mal dich einmischst, weil du eben eine unheimliche Stärke hast und teilweise stärker bist als andere und deswegen auch sehr oft auch Führung übernehmen kannst, auch schlichten kannst. Und ich finde, manchmal ist es aber so, dass man nicht immer Schlichter spielen muss. Natürlich ist es gut, wenn man das manchmal machen kann, aber wenn man dann immer wieder der Schlichter ist zwischen zwei oder drei Parteien, wenn man immer wieder zwischen den Stühlen steht, wer kriegt das meiste ab? Der in der Mitte, weil er wird von beiden Seiten angegackt. Beide Seiten wollen, dass man sie versteht. Beide Seiten wollen irgendwie, dass man sie anerkennt und keiner guckt nach dir. Keiner guckt, wo du eigentlich stehst, wie es dir eigentlich geht, was mit dir eigentlich los ist, ob du genügend Liebe, Wertschätzung, Unterstützung bekommst oder ob du nur Mittel zum Zweck bist. Und das ist so ein Vibe, den ich hier kriege. August ist nicht der Mittel zum Zweckmonat. Das ist der Monat, wo wir uns schön zurückziehen, wo wir sagen, ich bin wichtig, ich nehme mich wichtig, ich achte auf mich und ich lasse mich nicht rumschubsen. Ja, und das ist das, was du dir sagen sollst und was auch vom Universum kommt. Du bist wunderschön. Vielleicht für den einen oder anderen so wie, okay, das kommt jetzt unerwartet, aber ich glaube, es geht um diese Energie von. Nicht, dass ich jetzt irgendwie so einen Ego-Trip fahren will, aber wenn man sich selbst wahrnimmt und wenn man sich selbst wertschätzt und wenn man in sich selbst Schönheit sieht und Wert sieht, dann kann man ganz anders damit umgehen, wie ein jemand behandelt. Menschen, die sich zum Beispiel selbst als hässlich betrachten oder nicht wertvoll betrachten, lassen sich eher mal von jemandem rumschubsen oder rumdiktieren, weil sie denken, ich bin ja eh nicht toll, ich bin ja eh nicht wertvoll, also kann ich auch mir sowas gefallen lassen, weil
was nützt so ungefähr, so ein bisschen so eine gewisse Sinnlosigkeit strahlt man dann aus. Und das macht man vielleicht nicht immer bewusst, das kann auch durch Trauma kommen und durch Konditionierung. Aber es ist wichtig, seinen Wert wieder zu erkennen, seine Schönheit zu erkennen, weil dann nimmt man nämlich auf einmal sich selbst in die Hand und sagt, weißt du was? So muss ich mich nicht behandeln lassen. Oder ich muss nicht immer alles machen. Ich muss nicht immer alles regeln. Ich muss nicht immer alles organisieren. Ich darf mich auch zurückziehen und einfach mal, ja, mir was gönnen und sozusagen für mich da sein. Weil Menschen, die sich nicht wertschätzen, sind wenig für sich da. Die sind immer für andere da, weil sie daraus ihren Wert beziehen, weil sie dadurch ihre Aufgabe im Leben sehen und ihre Bestimmung. Und für sie ist es dann fast der Untergang, wenn sie mal nicht nützlich sind. Ich kenne das selber. People pleasing. Hier, willkommen. Das mache ich mein ganzes Leben und das ist etwas, da muss man sehr lange dran arbeiten, dass es irgendwann nicht mehr das People pleasing wird, also alle zufriedenstellen zu wollen. Das ist ja oft auch was Toxisches, das ist ja nichts Gesundes. Das hat man gelernt, das hat man machen müssen, das war manchmal überlebenswichtig und es ist wichtig, das wieder loszulassen und sich dem Ganzen auch zu stellen und zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Wieso tue ich das? Wieso reagiere ich auf Bettler vielleicht so extrem? Also Bettler, Menschen, die irgendwas wollen, die rumbetteln, die so tun, als ob die Welt untergeht, wenn man ihnen nicht hilft. Oder generell sehr viel jammern. Manchmal versucht man auch jammernde Menschen zufriedenzustellen, damit sie endlich den Mund halten, weil man es nicht erträgt, was sie die ganze Zeit für eine Energie von sich geben. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht in diese Falle fällt. Deswegen, du bist, glaube ich, im August wirst du herausgefordert, nicht auf Fallen reinzutappen, selber nicht sich selbst irgendwo runterzuziehen, sondern sich stark zu fühlen, sich schön zu fühlen und sich Wert zu geben und für sich da zu sein, das ist ganz wichtig, ja. Okay, das ist jetzt Peil Nummer 1. Schaut gern auch noch in andere Peils, falls du ein Reading buchen willst oder meine Karten kaufen willst oder mir eine Spende zukommen lassen willst. Das findest du alles auf meiner Website, verlinkt in der Infobox oder in den Kommentaren, je nachdem, wie ich es mache. Und falls du über YouTube spenden willst, geht's auch und über PayPal. Und schau gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Mach's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, jetzt war die Stimme weg. Hallo, Peil Nummer 2, ihr habt den Sonnenstein gewählt und wir schauen mal, was bei dir im August vielleicht Thema ist. Interessant. Einmal das, was man wirklich möchte, die Lust, die Kraft, Stärke, die man eigentlich gewonnen hat und dann eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht vertraut man sich noch nicht so richtig, dass entweder die Entscheidung, die man getroffen hat, richtig war oder die Entscheidung, die man treffen möchte, richtig ist. Manchmal denkt man auch, kann ich wirklich das tun, worauf ich Lust habe? Kann ich wirklich das tun, was mir Spaß macht? Sollte ich nicht das machen, was vernünftig ist? Sollte ich nicht lieber die Aufgaben und die Katzen, was hatte ich gesagt? Ja, das, was vernünftig ist, was normal ist, was man sonst macht. Es könnte sein, dass ihr auf etwas wartet oder jemand auf euch wartet. Vielleicht wartet jemand auf eine Antwort oder eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Interessant. Also es könnte sein, dass dieser Monat ein bisschen begleitet wird von den Geistern der Vergangenheit, aber auch jemand, der dir was nicht gönnt. Das ist so die garstige Mutter, Schwiegermutter, Stiefmutter, Ex, wer auch immer, eine Frau, die nicht gönnt, die neidisch ist und die dir das Leben schwer macht. Also jemand, der dir auf jeden Fall in irgendeiner Form nicht hilft. Das kann jemand sein, der auch schon verstorben ist, aber trotzdem noch im Kopf rumwuselt, weil wir haben hier die Geister der Vergangenheit. Also es könnte auch jemand sein, mit dem du entweder keinen Kontakt mehr hast oder wenig oder derjenige, der gar nicht mehr da ist. Also dieser Monat wirkt ein bisschen wie, als ob du ein bisschen kämpfst zwischen Verstand und Bauchgefühl, zwischen Lust und Vernunft. Und es könnte sein, dass es mit jemandem auch zusammenhängt, der, wie gesagt, auf dich wartet. Es könnte auch jemand sein, der aus der Vergangenheit wieder auftaucht und Kontakt sucht und du vielleicht nicht weißt, ob du diesen Kontakt halten sollst oder nicht oder wieder aktivieren sollst.
Also du musst dich im August positionieren. Das ist es. Du musst absolut dich positionieren und wissen, wer du bist. Und ich glaube, du musst dich auch verteidigen. Also verteidigen im Sinne von deine Position verteidigen. Das, was du dann für dich entschieden hast, da musst du auch dabei bleiben. Also das wird kein Monat, wo du hin und her schwankst und ständig hin und her überlegst, sondern ich glaube, das, was du dann entschieden hast, das bleibt auch so. Und das ist dann auch richtig so. Das ist dann auch die richtige Entscheidung. Könnte auch sein, nur für manche, muss jetzt nicht für jeden gelten, dass ein Ex sich meldet, der nicht gut für dich war. Jemand, der dominant war, der sich vielleicht auch genommen hat, was er wollte. Obwohl ich finde, dass Gorillas mit eins der liebevollsten Daddies und auch Partner sein kann, hat man ja doch oft auch schon gesehen, dass der Gorilla definitiv sehr wütend sein kann, wenn nicht das so läuft, wie er das möchte. Also er hat doch so ein Dominanzproblem. Also es könnte auch so ein Thema sein. Vielleicht wurdest du von jemandem dominiert im Leben und Menschen kommen immer wieder in dein Leben. Das ist es eigentlich. Menschen, die gerne dominieren, haben ein Gespür dafür, wen sie dominieren können. Manchmal wissen sie es nicht so 1000%, dann testen sie es manchmal an durch bestimmte Verhaltensweisen. Ja, können sie vielleicht fünfmal absagen und du duldest es trotzdem immer noch. Dann wissen sie ganz genau, okay, du bist jemand, der ist höricht, weil wenn derjenige dir immer wieder absagen kann und du hast sozusagen keine persönlichen Grenzen, wo du sagst, jetzt reicht's, weil du zum Beispiel dich einsam fühlst, dich alleine fühlst, weil du unbedingt möchtest, dass die Verbindung hergestellt wird, dann weiß derjenige, okay, mit dir kann man es machen. Das ist natürlich nicht im ersten Moment ersichtlich, aber sehr oft sind das so Testsachen oder jemand vergisst mal was. Und ich will jetzt nicht sagen, vergessen ist automatisch das Problem, aber das sind dann manchmal so Momente, wo jemand deine Grenzen testet. Hast du Grenzen? Hast du Boundaries? Stehst du zu dir oder übergehst du dich dann doch mal? Also so wie jetzt als Beispiel, du bist zum Beispiel jemand, der isst kein Fleisch und derjenige ist aber so wie, der bietet dir immer wieder Fleisch an und hofft, dass du wieder Fleisch isst und vielleicht machst du es, um denjenigen zufriedenzustellen und dann beißt du doch mal in irgendwas rein, wo Fleisch drin ist, obwohl es eigentlich überhaupt nicht deinen Werten entspricht und derjenige wollte nur testen, so ungefähr, ob du dich selbst übergehst, deine ethischen, moralischen Vorstellungen oder Einstellungen und ja, kann dann an dem festmachen, wie sehr er dich kontrollieren und manipulieren kann. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, ne? Aber sowas in der Art kriege ich hier rein. So ein Vibe. Das kann auch im Beruf sein, ne? Es kann auch sein, dass jemand, du kommst neu in ein Unternehmen und der testet von Anfang an, wie viel du zu leisten bereit bist, wie viel du dich übernimmst und wie viel du vielleicht, ne, man will vielleicht einen guten Eindruck machen, man hat noch seine Probezeit und dann muss man übermäßig ackern und eigentlich sieht er nur, bist du jemand, den man jetzt ab jetzt benutzen kann, oder hast du wirklich persönliche Grenzen? Und wenn er merkt, nee, dich kann man einfach benutzen, dann ist es natürlich auch für denjenigen einfacher, dich dann zu nehmen. Und du hast dann vielleicht das Gefühl, du hast alles richtig gemacht, aber eigentlich hast du dir wieder ein eigenes Grab geschaufelt. Und ich will jetzt nicht sagen, du bist grundsätzlich falsch, aber es ist wichtig zu gucken, wie weit geht man mit sich selbst, wo übergeht man sich. Und wenn man dann eine Entscheidung für sich trifft, kann man zu der stehen? Ist das eine, die man vom Herzen her fühlt oder ist es eine Vernunftsentscheidung? Oder eine traumatische Entscheidung, die man aufgrund von erfahrenem Trauma hat. Das braucht noch Zeit. Vielleicht braucht es Zeit, die Dinge zu heilen, die in dir vorherrschen. Ich könnte mir vorstellen, dass du manchmal zu viel von dir verlangst, dass du verlangst, dass du schon gesund bist, aber du bist es noch nicht und bist dann sauer auf dich, dass du vielleicht noch auf Menschen reinfällst oder die Vergangenheit dich noch einholt, weil das ist es. Wir können nicht immer was dafür, dass die Vergangenheit uns einholt. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt als Beispiel eine Frau, die zum Beispiel einen toxischen Partner hat, von dem sie sich schon 10-mal getrennt hat und der immer wieder kommt, dass sie jetzt unbedingt ja, die klügsten Entscheidungen trifft, weil eigentlich weiß sie, dass es nicht richtig für sie ist, aber sie muss gucken, warum geht sie zurück? War jemand in der Familie so? Fühlt es sich gewohnt an? Hat sie Angst davor, alleine in diese Welt zu gehen? Hat sie Angst davor, wie sie finanziell dasteht? Das sind manchmal so viel mehr Faktoren als nur der Partner. Das kann das Gefühl des Versagens, Schuld und Scham sein. Das kann sein, dass es aus der Kindheit kommt, dass einem gesagt wurde, dass man niemals geliebt wird und man denkt, wenn man diese Person verlässt, dann ist es die Wahrheit. Da können so viel die tiefgreifende Sachen sein, warum derjenige sich nicht trennen kann. Und trotzdem als Außenstehender merkt man, da ist was nicht richtig, da läuft was nicht richtig. Derjenige muss jetzt endlich ausbrechen, der muss sich jetzt endlich aus einer Sache lösen. Aber als Außenstehender ist es eh immer leicht, sowas zu betrachten und zu sehen, weil man ja nicht involviert ist und weil man auch die Dynamiken oft nicht versteht. Und derjenige, der das macht, versteht es ja selber oft nicht.
Und es ist leichter, sich in eine Fantasie reinzuflüchten, sich in eine Idealisierung reinzuflüchten, sich an Positiven festzuklammern, als sich das Negative anzugucken. Es ist immer einfacher zu sagen, ach na ja, derjenige hat gute Seiten, ach na ja, die Sache hat gute Seiten, und sich darauf zu stürzen und das Negative, was einen eigentlich zerfrisst und zerfetzt, zu ignorieren. Das können komischerweise sehr, sehr viele Menschen. Und das ist aber auch der Grund, warum man auch keine Veränderung sieht. Keine Veränderung in Beziehung, keine Veränderung, was Kindesmissbrauch angeht, keine Veränderung, was vielleicht auch Missbrauch in der Schule oder auf der Arbeit, ja, dass Menschen ausgenutzt und sabotiert werden, weil eben sehr viel immer schön geredet wird. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Augustmonat ist, wo wir nichts mehr schön reden. Und das ist es auch, deine Zeit wird kommen. Das heißt, da, wo du glänzen kannst, da, wo du dich verwirklichen kannst, die Zeit wird kommen. Es ist interessant, dass wir das braucht noch Zeit haben und deine Zeit wird kommen. Also hab dich, straf dich nicht ab für das, was jetzt hier ist. Sei nicht sauer auf dich. Hab einfach Geduld. Das oder nichts soll auch ein Hinweis für dich sein. Also wenn du dich entscheidest, dann das oder nichts. Soll also auch nochmal hier hervorgehoben werden. Also wenn du dich für etwas entscheidest oder gegen etwas entscheidest, dann musst du wirklich auch dabei bleiben. Das ist auch ganz wichtig. Du hast Macht. Lass dir bitte nicht von anderen einreden, dass du keine Macht hast und andere mehr Macht haben. Das ist auch immer so ein toxisches Verhalten, weil wir ja die Machtfrage hier auch haben, dass Menschen manchmal so sind wie, ach, das kannst du doch eh nicht, oder lass mich das mal machen, oder ich übernehme das für dich, oder ich regel das schon. Und manchmal ist es leicht, Verantwortung abzugeben. Es ist, gerade wenn zum Beispiel Menschen keine schöne Kindheit hatten oder nie das Gefühl hatten, irgendwie geliebt zu werden, oder sie wurden vielleicht geliebt, sind in eine Beziehung gekommen, man hat ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen und sie mussten so viel Verantwortung übernehmen. Ist es manchmal einfach, wenn jemand dann die Verantwortung übernehmen will und einem Halt geben will, dass man so loslassen will und dass es sich so schön anfühlt, wenn man denkt, oh, endlich mal nicht so Ärger, endlich mal nicht so ein Stress, endlich mal nicht dieses Drama, endlich kann ich mich auch mal ausruhen. Und genau in solchen Momenten tappt man oft in die größte Falle. Weil Verantwortung zu übernehmen, sich zu schützen und auf sich aufzupassen, ist eigentlich wie so eine Art Standardsache, die man im Leben machen muss, egal in welcher Beziehung. Du musst immer ein gewisses wachendes Auge haben. Du darfst nicht, dass du nie komplett nicht vertrauen darfst, aber ich finde, wenn man aus toxischen Verhältnissen kommt oder wenn man sehr viel Trauma erlebt hat, sehr viel Konditionierung, dann ist es immer gut, ein wachendes Auge zu haben. Einfach deswegen, weil der Kopf anders geprägt worden ist. Der Kopf eines, sagen wir mal, geschädigten Menschen neigt eher dazu, Missbrauch hinzunehmen, manchmal auch blind hinzunehmen, als wirklich hinzugucken, weil das tut weh, weil dann hätte man ja bei seinen Eltern, bei seinen Geschwistern, bei seiner Familie, bei anderen, hätte man hingucken müssen. Man hätte da rein theoretisch schon sich widersetzen müssen, war oft ja unmöglich, weil man oft machtlos war. Und wenn man dann älter ist, fällt man oft wieder in diese Konstrukte, wieder in diese Muster, wieder in diese Verbindung mit Menschen, weil man es so gewohnt ist. Da klickt etwas in einem. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, du hast Macht. Du bist nicht machtlos, egal was dir jemand erzählt. Du kannst Dinge für dich regeln. Und auch wenn dir Menschen zum Beispiel drohen oder irgendwas erzählen, oder dich in irgendeine Richtung lenken wollen, das ist oft sehr viel Manipulation. Ich sage immer, je mehr ein Mensch auf einen einredet, dass man etwas doch tun sollte oder nicht tun sollte, immer Vorsicht. Ja, weil jemand, der so unbedingt überzeugen will, der hat meistens irgendwelche Absichten, die er nicht offensichtlich kundtut. Ja, der hat meistens irgendwas, was ihm irgendwie da gut tut und was er dir nicht sagen will, weil dann würde er dann deiner Schuld stehen oder dann müsste er ja vielleicht irgendwie das wieder gut machen. Und deswegen ganz wichtig, Augen und Ohren offen halten, auf sich aufpassen. Das heißt nicht, dass du nicht vertrauen kannst. Ich finde, Vertrauen ist wichtig im Leben. Aber wichtig ist immer, sich selbst zu vertrauen und dem Universum zu vertrauen und nicht unbedingt, oh, Mischka. Die will immer meine ganzen Karten in letzter Zeit zerstören. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, sei komisch und merkwürdig. Das ist es auch. Was würde ich sagen? Genau, sich selbst zu vertrauen ist wichtig. Aber eben auch dem Universum. Man kann anderen Menschen vertrauen, aber ich sage immer,
Ein wachendes Auge ist immer, ist gesund, es ist gar nicht so toxisch, solange du jetzt nicht alles immer hinterfragst und ständig so einen Fragenkatalog mit dir führst, ist es ganz gut. Aber ich finde, es ist gut, sich selbst manchmal zu überprüfen, bin ich jetzt wieder idealistisch, mache ich jetzt gerade wieder die Augen zu, bin ich jetzt vielleicht zu vertrauend. Es ist gut, so ein Gleichgewicht zu haben. Und wenn du merkst, nee, das ist alles gut, die Person gibt mir gute Gefühle, die Person unterstützt mich auch wirklich, redet nicht nur, sondern handelt auch, dann ist es überhaupt nicht ein Problem. Deswegen glaube ich auch, dass dieses sei merkwürdig und komisch auch daher kommt, falls irgendjemand sagt, boah, du bist aber merkwürdig und du stellst komische Fragen und dich vielleicht so kritisiert, was du tust. Da immer aufmerksam sein, weil Menschen, die oft was zu verbergen haben, kritisieren oft eigentlich normales Verhalten, weil sie natürlich nicht entdeckt werden wollen oder ihre Absichten wollen nicht entdeckt werden. Deswegen jemand, der wirklich dich mag und der dich unterstützt oder der dich supporten möchte, der findet es vielleicht auch ein bisschen eigenartig, aber er nimmt es hin, er akzeptiert es, weil es ist deine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und der versucht dir nicht irgendwie das Leben schwer zu machen. Ja. Deswegen, also ich habe das Gefühl, August ist ein Monat, wo wir wach sind, wo wir aufmerksam sind, wo wir das tun, worauf wir Lust haben, wo wir uns aber auch nicht von anderen dominieren und rumschubsen lassen, wo wir kapieren, dass wir selber Macht haben und wo wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, auch nicht davon wieder abweichen. Also vor allen Dingen, wenn es eine Entscheidung ist, die sich gut anfühlt, die sich kraftvoll anfühlt, die dir hilft, dass wir davon nicht abweichen, egal wer was sagt, egal wer versucht rumzuschubsen. Und ja, dass du in der Zeit, glaube ich, extrem wächst. Dass du in der Zeit extrem wächst. Und unsere Mischka bestätigt das Ganze auch nochmal hier. Ja, zurzeit echt die Liebe für den Tisch entdeckt. Und deswegen randaliert sie hier auch immer alles. Also falls ihr manchmal irgendwas umgefallenes seht, das ist Mischka. Ja, okay. Dann war es das jetzt für Peil Nummer 2. Falls ihr euch noch zum anderen Peilen gezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, Karten kaufen wollt, mir was spenden wollt, das findet ihr alles auf meiner Website. Genauso PayPal und YouTube könnt ihr das machen. Und schaut gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt den Amethyst gewählt. Und wir schauen mal, was bei euch reinkommt. Und falls ihr euch fragt, wer hier sitzt, das ist Mischka. Die jetzt aber wieder gehen will. Ja, wartet kurz. Ja, also sie weiß gerade nicht, wo sie hin will. Okay, wir gucken jetzt erstmal. Was kriegen wir hier rein? Sehr schön. Wir haben das Thema Sieg und wir haben die 10 der Kelche. Also absolute Fülle und emotional sieht es sehr gut aus. 6 der Stäbe, der Sieg. Also ich würde fast sagen, also jetzt alleine von den 2 Karten, dass dieser Monat ein schöner Monat wird, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch siegreich fühlt, dass ihr erfolgreich seid mit was auch immer oder zumindest das Gefühl habt, wahrscheinlich voranzukommen. Dann haben wir auch die Klarheit. Also es ist nicht so ein verwirrender Monat. Oh, ich habe mich zu früh gefreut. Wir haben noch ein bisschen Traurigkeit, aber vielleicht. Ich gucke mal weiter, bevor ich jetzt was dazu sage. Ja, ich hatte nämlich auch schon das Gefühl, vielleicht geht es nur darum, weil wir haben auch eine ähnliche Energie von der Farbe her. Vielleicht geht es nur darum, dass man vielleicht sogar. Sie randaliert. Vielleicht sogar ein bisschen die Gefühle fühlen muss. Die vielleicht sogar sind, wenn man sehr viel Druck aufgebaut hat. Kennt ihr das? Ihr habt sehr viel Druck aufgebaut, ihr habt vielleicht eine Prüfung und ihr müsst lernen und ihr habt die ganze Zeit Angst und seid angespannt und dann habt ihr die Prüfung vielleicht geschrieben, ihr habt sie bestanden und dann im Nachhinein gibt es so Erleichterungstränen, dass man so ist wie, oh Gott, jetzt ist endlich der Druck weg oder jetzt ist das, wovor ich Angst gehabt habe, nicht eingetreten und man ist unheimlich zufrieden, dass die Sachen einen guten Lauf genommen haben und dass den Stress, den man sich gemacht hat, die Sorgen, die man sich gemacht hat, diese Anspannung jetzt endlich gehen kann. So dieses Gefühl habe ich. Vielleicht wird ja irgendwas beendet, vielleicht löst sich endlich was, vielleicht kommt Klarheit in etwas rein. Auf jeden Fall fühlt es sich nicht so an, als ob ihr jetzt wie traurig durchs Leben geht, sondern es ist fast wie so eine Art. Oh mein Gott, so
weil man manchmal auch etwas hinterher trauert. Vielleicht angenommen, ihr habt eine Scheidung und die Scheidung ist jetzt endlich durch und ihr seid jetzt frei, aber trotzdem ist man traurig, dass man sich hat scheiden lassen müssen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, oder man hat einen Job verlassen und man ist traurig, dass es überhaupt dazu gekommen ist oder dass es passieren musste. Vielleicht hat man den Job gern gehabt oder man hat so viel Arbeit und Hoffnung in was reingesteckt. Und auf der einen Seite ist es jetzt gut, dass man es durch hat, aber gleichzeitig fühlt es sich eben auch ein bisschen an, hätte man was hinter sich gelassen, was man vielleicht nicht hinter sich lassen wollte. Also so eine gewisse Wehmut und so eine gewisse Traurigkeit und vielleicht so ein gewisses Abschied nehmen. Und ich finde es wichtig, dass man solche Gefühle zulässt, weil wenn man sie unterdrückt, schadet es einem nur. Und ob das jetzt kindlich ist, albern ist, ist, glaube ich, dahingestellt, weil solange wir etwas fühlen, hat es auch seine Richtigkeit. Ich glaube nicht, dass wir etwas unterdrücken sollen, weil wir erwachsen sind oder weil es nicht hingehört. Das ist alles Quatsch. Das bedeutet eigentlich nur Manipulation seiner selbst. Also man kann sich selbst auch manipulieren, indem man sagt, ich darf das jetzt nicht fühlen, ich darf jetzt nicht traurig sein, ist doch eigentlich alles gut. Ich habe doch jetzt eigentlich alles, was ich wollte, oder Dinge haben sich zum Guten erfüllt, wieso bin ich jetzt traurig? Weil diese Gefühle manchmal hochkommen. Manchmal kann es auch sein, dass sich Dinge erfüllen, etwas nach vorne geht und all dieser Schmerz der letzten Jahre oder aus der Kindheit oder was auch immer kommt auf einmal hoch und will gelebt werden, will gefühlt werden. Der Druck, die Angst, die Verletzung. Manchmal kommt genau in solchen Momenten, wo es unpassend ist, alles hoch, was man jemals ja nicht fühlen durfte. Und das passiert dann einfach. Und dann bedeutet das nicht, dass irgendwas weggeht oder schlimm wird, sondern es bedeutet ganz oft, dass man wie eine Tür geöffnet hat, die lange verschlossen war, aufgrund von Stress und Anstrengung und Anspannung. Und jetzt ist das weg und auf einmal kann das fließen. Und das ist manchmal konträr und manchmal fühlt man sich auch wie im Widerspruch, wenn man denkt, jetzt kommt was Gutes, warum fühle ich das? Aber das ist, weil ich sage immer so, wenn wir Dinge im Leben erleben, ist immer so das Wichtigste, was zuerst ist. Und wenn dann das Wichtigste erledigt ist, kommt dann das weniger Wichtige und dann das weniger Wichtige. Oder sagen wir mal, dass immer tiefer gegraben wird. So, man hat jetzt vielleicht seine aktuellen Themen, vielleicht die Themen der letzten Jahre, die Themen davor. Und irgendwann kommt man so an Sachen, wo man gar nicht wusste, dass man an die kommt. Und so fühlt sich das ein bisschen an, so wie Sachen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat oder wo man gar nicht wusste, dass es kommt. Ja. Interessant, dass wir den Storch reinbekommen, weil der Storch steht ja auch für Vermehrung und für Geburt und für Projekte und für auch einen gewissen Neubeginn und auch eine gewisse Form von Fülle und Reichtum. Ja, weil Leben, was jetzt erfüllt wird oder ein Leben, was geschenkt wird oder einfach dieses Gefühl, sich was aufzubauen, das kommt. Also der August kann ein sehr guter Monat sein für dich, Dinge aufzubauen, in die Wirklichkeit zu bringen, sich seinem Schmerz zu stellen, Neuanfang zu wagen. Ja. Genieß den Regen, genau das. Und der Regen ist für mich auch immer so ein bisschen verbunden mit Trauer, also genieß es, feier es. Wenn du traurig bist, zelebriere es. Es ist ganz wichtig, dass man sich nicht für seine Traurigkeit schämt. Es ist wichtig, dass man sich nicht abstraft und dass man vor allen Dingen sich auch nicht irgendwie abwertig behandelt, weil Traurigkeit ist eine Reaktion unseres Körpers und es ist etwas Gutes, es ist etwas Schönes, es ist etwas Heilsames. Und das kann alles noch werden. Also falls du im August irgendwie Stress hast oder zu viel Sorgen hast oder dir Druck machst, Dinge können noch werden, die können auch noch in den nächsten Monaten werden. Es muss jetzt nicht alles in einem Monat erledigt werden. Falls du aber irgendwas hast, wo du dir jetzt Sorgen gemacht hast, was in nächster Zeit ansteht, ist das die Botschaft für dich. Falls du irgendwas auch gefragt hast, es wird passieren, die Sache wird passieren. Also zum einen habe ich das Gefühl, das hier wird passieren, aber auch falls du irgendein Thema hattest, was du dir vielleicht wünschst oder was vielleicht ansteht, was vielleicht passieren sollte, hier kriegst du nochmal die Bestätigung. Glück begegnet dir. Und das ist interessant, weil ich habe ja schon gesagt, die beiden Karten alleine oder auch die drei sind mega. Selbst das Ass der Kelche ist für dieses absolute Emotionale, dieses absolute im Einklang sein, ja. Abenteuer erwarten dich. Also ich muss sagen, Pile Nummer 3 hat wirklich mit einer absolut positive Energie. Es ist voller Leben, es ist voller Kraft, es ist voller Erfüllung und klar, ein bisschen Traurigkeit, aber heilsame Traurigkeit und du musst dir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Dinge werden zu deinem Guten sich entwickeln und falls du traurig bist und Dinge, Momente hast, wo es dir nicht gut geht, hab keine Angst davor, das gehört zum Leben dazu. Und genieße den Regen, weil der Regen bringt immer wieder frische Ernte und es gibt
den Blumen Kraft, gibt der Natur Kraft und gibt auch uns Kraft. Und deswegen ist es ein wichtiger Teil unseres Kreislaufs. Genau. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das jetzt zu Peil Nummer 3. Falls du dich noch zum anderen Peil hingezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein Reading buchen willst, Karten kaufen willst oder mir eine Spende zukommen lassen willst, kannst du das alles auf meiner Website. Falls du mir über PayPal oder YouTube was zukommen lassen möchtest, geht das natürlich auch. Und schau gerne bei Bastleria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.